Oi. Das greife ich nie mehr an, das Spiel. Das könnt ihr auch nicht durchspielen. Hands up, then we gonna drop. Was tue ich jetzt, aber muss ich hin? Ich habe ja auch keinen Plan, ich will einfach nicht mehr. Jetzt ist die Tür wieder offen. Alter. Mit mir wird Horror richtig zum Horror. Leider. Alter, nie wieder werde ich ein Osternestl suchen. Nie wieder. Jetzt schnauft da links drin schon wieder einer. Wird schlimmer und schlimmer, Alter. Nein, das, nein, Alter. Alter, nein, das ist... Alter, ich bin jetzt an einem Limit schon angekommen mit zu viel Jumpscare auf einmal. Wenn mir dann noch die Leute erzählen, dass du irgendwo noch gejagt wirst, ist sowieso schon komplett vorbei. Und jetzt müsste man sagen, es wird immer schlimmer und schlimmer und wir sind gerade mal erst bei der zweiten Nacht. Die Tatsache, dass er sich schlafen legt in den Waisenheim jedes Mal. Alter, wenn du für jeden Zentimeter schon eine Minute brauchst, weil du dich einfach nicht gescheit traust, weitergeh. Das ist da vorher aber auch noch nicht gestanden. Nein. Ist auch neu, ja. Ach du. Was soll denn das jetzt sein? Ich will's gar nicht weggehen, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, sobald ich das Bild zurücklege, geht's rund. Der atmet immer lauter wahrscheinlich, weil der legt einmal eh schon als Knackfeichter, weil ich da das Bild anschaue. Kein Jumpscare. Da passt was nicht. Am nächsten Schritt bin ich tot. Da liegt ein Brief. Den habe ich noch tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ach neu. Alter, was ist? Also ein Kind. Das sollte ein Kind sein. Sieht nach einem Kind aus, ja. Was tut man mit den? Was tut man mit den ganzen Fotos da? Die sagen ja überhaupt nichts aus. Ja, ich stehe dazu, ich mag keine Horrorspiele, meine Güte, Alter. Du magst auch nicht, dass die deine Schulkameraden mit der Trottbürsten beim Duschen in den aushauen, oder? Und musst das trotzdem erstmal erdulden. Weil du ein armer Hund bist, was keiner mag. Ha, jetzt hast du das gekriegt. Jeder, der was mich schaut, weiß, ich hasse Horror. Ich mach das nur für die Community. Bei Gott, so deppert konnte ich sonst gar nicht sein, dass ich sowas freiwillig anspiel. Alter, hört ihr das? Da kann nicht der 1,20 Meter Kanickel da, was da rumgerannt ist, schnaufen, Alter, wie ein 80-jähriger Kettenraucher. Das ist das neue Animal Crossing. Und wir spielen da gerade mit einem Kanickel. Alter, hör auf zum Atmen, sei doch so gut. Ich sehe schon da drüben das Fenster, aber ich sehe da nichts, was mich attackieren kann. Außer es sitzt genau da in der Ecke, Alter. Ach du Scheiße. Ist das Spiel lustig? Du bist auch so einer, gell, der was heiße Glühkerzen nuckelt. Alter, das hältst du ja nicht aus, der wird mit jedem Zentimeter lauter, Alter! Der muss doch schon in meinem Ohr sitzen, der Typ! Und ich sehe noch immer nichts! Also durch! Wow, das ist durch! Jetzt ist aber nicht die Tür zugegangen, oder? Doch, ich glaub schon, ja. Pepe! Das ist noch immer zu! Unnötig. Alter, ich hasse dieses Game. Oben. Na, oben ist auch nichts. Ja. Aber. Alter. Ist überhaupt der Idee zu. Ja, der Idee ist zu. Irgendwas ist mit mir im Raum. Alter, ich will kein Tier mehr aufmachen, ich will keinen Schritt mehr gehen, ich will doch einfach nur, Alter, ich will duschen gehen, weil ich schwitze wie ein Schwein. Normalerweise, was der Alter sagt. Okay. Ist das dein Ernst jedes Mal, Alter? Was würde ich jetzt sagen, Leute?
ihr wisst, ich bin kein Horrorspieler. Ja, ich brauche meine Zeit bei Horror. Um ein anderer Rush da durch, dann ist das wurscht. Aber ich bin ein voller Schisser. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich habe da auch schon einige Horrorspiele mit euch freitags gezockt. Ich würde sagen, dass das momentan erstaunt nach Madison kommt. Es kann mit Madison an und für sich nicht richtig mithalten. Madison ist ja noch viel brutaler. Aber verhältnismäßig zu den Jumpscares würde ich das gleich unter Madison da tatsächlich ablegen. Habe ich in der Form sonst noch bei keinem Spiel so gehabt, Alter. Welches Horrorspiel findest du am heftigsten? Schreib es jetzt in die Kommentare. Oh. Oh. Bisschen Kacke in Hose. Hose Kacke Pisse. Jetzt weiß ich nur gerade leider nicht, wo ich als nächstes hingehen soll. Ich geh da jetzt rein. 1, 2, 3, hopp, 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 hopp. Glaube ich auch, ja. Alter, wie er mich angrinst, Alter. Alter, da grinst er genauso wie der Monte, wenn er sich wieder von irgendeinem Influencer wieder Reaction auf seine Gönner-Cheese anschaut. Der will bestimmt dein Freund sein. Ja, unbedingt. Der will sicher mit mir spielen, Alter. Wir spielen das Spiel zu meine Adel, weil da hätte ich schon ein paar gesehen. Den würde einmal eine gute Jausen nicht schaden. Schaut euch den an, Alter. Der Typ besteht ja nur noch aus Haut und Knochen. Und Brüsten. Wenn ich jetzt einen Schritt zu wie gehe, eskaliert es sicher. Sag ja, genau ein verschiedener Schritt war es zwar nicht, Alter. Und trotzdem, obwohl ich es gewusst habe, dass jetzt was passiert, wenn ich auf einem weiter zugehe, reißt mir wieder die Poperzen quer. Eine kleine gestörte Peppi, Alter. Der Milchschnitten Johnny, der Gefühlte, Alter. Beruhig die Depper da, Alter. Irgendwann reicht's doch mit den Jumpscares hintereinander. Alter, jetzt hat er ein bisschen feuchte Unterhosen gekriegt, tatsächlich. Da ist der Schlüssel, okay? Das war jetzt Zufall. Wir wissen alle, wo der Schlüssel reingehört. Wir wissen nur ganz genau, dass der Weg dorthin noch sehr interessant werden kann. Hast nichts mehr, als wenn ich in einem Spiel verfolgt werde. Das ist genau das, Lucia, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt zu den Leuten, wenn das Spiel so ist wie Outlast zum Beispiel, wo du die ganze Zeit nur am Verstecken bist und am Weglaufen, dann interessiert es mich schon nicht mehr. Weil das hat dann nicht viel mit Horror zum tun, sondern du bist die ganze Zeit unter Dauerstrom und das mag ich nicht. Da ist mir lieber so wie Madison, oder das Spiel bis jetzt zumindest, dass Jumpscares drin sind, aber mich nichts heimtrat. Warum weiß ich, dass da in dem Raum jetzt sicher gleich was stattfinden wird? Weil dort ist die Box, wo wir den Schlüssel brauchen. 5. Ist. Wieso geht das Tier schon wieder hinter mir zu, Alter? Alter, ich hasse dieses Drecks-Game. Warum? Mach die Scheiße auf und dann sabbert er wieder, wer einfach um oben auf den Schädel, oder? Nein, ja, das wird nix. Okay, das sind irgendwelche Fliegen, ja gut. Okay, oh Gott, oder? Was ist da drin, oder? Was ist da drin? Was ist das? Du darfst übersetzen. Mein Englisch ist not yellow from the egg. Liebes Tagebuch, heute war das große. Was war das gerade? Nix, ich bin nicht einmal im Spiel drinnen, das hat er von selber gemacht. Ja, Alter. Voll der Beschiss, Alter! Oder jetzt haben wir. Wir haben, glaube ich, gerade. Wolltest du übersetzen? So ein Scheiß, ey. Wir haben, glaube ich, gerade eine kleine Zeitreise gemacht. Hat's irgendwer von euch übersetzen können? Hat's wer da lesen? Ich habe ja gerade eine Lampe in die Hand genommen. Und wie aktiviere ich das Sch, Alter? Vorher habe ich. Was ist denn das? Da, bitte, Liz. Der Arzt hat eine falsche Diagnose gemacht für irgendeinen Ivan. Er braucht eine Herztransplantation, nur das kann ihm helfen. Ich habe keine Kraft mehr, um damit zu kämpfen, also mit den Ärzten zu kämpfen. Wir haben entschieden, dass wir die Ärzte nicht mehr kontaktieren. Ja. Ich werde meinen Sohn selbst heilen, egal was es kostet. Ja, und wie aktiviert der Schneeplunzer jetzt bitte seine Lampen, weil ich sehe genau gar nichts. Kannst du nicht die Kerze nehmen? Nein, kann ich nicht. Ich höre was. Das ist blöd.
Ist das ein Bug gerade oder gehört das so, dass der die Lampen, die er gerade aufgehebt hat, nicht einsetzt? Ich kau da ja, das muss ein großer Raum sein. Ich sehe nur halt einfach nichts, weil ich meine Lampen nicht aktivieren kann. Ist da Summer auf 58? Nein, das ist tatsächlich Summer auf 69, ne? Oh yeah, this is the Summer of 69. Ja, es ist tatsächlich Summer auf 58 und es ist... Vielleicht spielen wir es weiter. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.